den Pflanzkasten fertigen. Ja, das Ding ist, dass ich den nicht fertigen kann. Nee, du bist nicht die mit dem Auftrag. Nee. Bist du das? Ah, Rathaus. Da ist ein Auftrag für mich. Da! Hallo Bürgermeister, hallo Gail. Nee, abbrechen. Ich möchte eigentlich mit Gail reden. Oh, richtig. Das hast du einige der Menschen, die in dieser Stadt leben, kennenlernen. Das dürfte nützlich sein. Ich habe deine Liste der Ladenbesitzer innerhalb der Stadtmauern angefertigt. Du solltest gehen und dich vorstellen. Okay, Ladenbesitzer treffen. Dr. Chu. Ich muss kurz was trinken. Dr. Chu. Aber Sophie habe ich doch schon kennengelernt. Oder ist das wieder eine andere Sophie? Aber dann gäbe es zwei Sophies. AG Construction. Ich glaube, die bauen ein Hofgebäude bei mir. Kann das sein? Gust. Muss ich Gust kennenlernen? Nee, aber Albert. Hallo, Albert. Ach, ich kenne dich schon. Willkommen. Wenn du Verbesserungen für dein Haus oder deine Werkstatt brauchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du musst nur einen Plan aus dem Katalogbuch unseres Unternehmens auswählen. Okay, ich habe 3 Marmor gekriegt, lol. Okay. Ihn habe ich. Albert. Dann gehen wir mal wieder raus. Meine Nase ist zu. Mars. Schön, dich zu sehen. Wenn du Werkzeuge oder Waffen brauchst, kannst du beim Laden kommen. Ich habe die beste Auswahl in der Gegend. Du siehst nett aus. Ich gebe dir diese hier umsonst, um dir auf die Beine zu helfen. Aber erzähl es nicht meiner Frau. Yay. Die sind alle voll lieb hier. Ist ja ekelhaft. Sonja, muss ich die auch kennenlernen? Nee, ne? Ich kann die gar nicht kennenlernen. Doch, eh interagieren. Du bist die neue Person. Du hast die Werkstatt draußen vor der Stadt geerbt, nicht wahr? Oh, Entschuldigung. Wo sind meine Manieren? Ich bin Sonja. Ich empfehle unseren Kunden gerne jede Jahreszeit verschiedene Gerichte. Aber es ist doch toll, einfach das zu essen, was man möchte, nicht wahr? Es ist allgemein toll zu essen. Möchte ich mal kurz anmerken. Ich esse gerne. Und viel. Django, hallo. Ohoho, ein neuer Handwerker. Immer nett, junge Leute einziehen zu sehen. Wenn du Erfrischungen brauchst, bin ich dein Mann. Versuch das mal. Geh diesmal auf mich. Yay. Zu Abendessen. Oh Gott, nein, schnell weg. Oh mein Gott, das sieht viel zu gut aus. Das ganze Spiel sieht viel zu gut aus. Holla, die Waldfee. Okay. Aber jetzt habe ich doch... Ach nee, Django. Pauli. Ich lerne immer die falschen Leute kennen. Beziehungsweise, was heißt... Isaac habe ich schon kennengelernt. Was ist hier? Ich glaube, ich muss jetzt dann kurz eine Aufnahmepause machen. Da ist Carol. Carol muss ich auch kennenlernen. Also ich mache eine Ausnahmepause. Was ist denn los? Was habe ich denn gegen den Buchstaben F? Aufnahmepause. Nein, Pippi muss. Hier ist niemand. Nee, ich habe Schluck auf. Aber die wurden mir hier doch angezeigt. Ich habe echt Schluck auf jetzt schon wieder. Was ist das denn hier? Ah, Carol. Willkommen in unserer Kleinstadt. Ich hoffe, du hast hier eine wundervolle Zeit. In meinem Geschäft verkaufe ich Kleidung und Kostüme. Wenn du also mal deine Rüstung verbessern musst oder Kleidung für eine Verabredung suchst, bist du bei mir richtig. Du siehst nett aus, deswegen gebe ich dir was umsonst, um dir auf die Beine zu helfen. Aber erzähl es nicht meinem Mann. Ach Gott, die sind die zwei süß. Oh. Pauli. Willkommen, kleiner Handwerker. Ich verkaufe hier in meinem Laden Möbel. Wenn du also Bedarf an männlicher Einrichtung hast, weißt du, wo du mich finden kannst. Und weil ich so männlich bin, gebe ich dir das hier mit auf den Weg. Yay.
Der hat einen Auftrag für mich. Kiva? Huhu, ich bin Kiva, der kleinste der Hulu-Brüder. Es gibt 7 von uns, also wird es wohl eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Ha! Die Angelrute? Hey, du bist ein neuer Handwerker, richtig? Ich bin Kiva. Ich liebe das Angeln, aber ein dicker Brummer hat mir gestern meine Angelrute zerbrochen. Kannst du mir eine neue anfertigen? Bestimmt. Danke, danke. Bitte, bitte. Ich brauche noch Dr. Xu. Ja, bist du? Martha. Martha brauche ich nicht. Auch noch Sophie. Ist anscheinend in diese Richtung. Mars. Mars habe ich schon. Hüpfi. Okay, genau die. Oh, lol, eine Kiste. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber gut. Blutstein, lol. Was ich für Sachen hier finde. Dr. Xu und lol. Jetzt muss er nur noch da sein. Dr. Xu. Dr. Xu ist nicht zu Hause. Das ist ungünstig. Verdammt. Ich würde das Kennenlernen gerne heute abschließen, weil es nimmt so viel Platz hier an der Seite weg. Ich mag das nicht. Okay, ich muss mal hier kurz hier hoch. Gust. Gust brauche ich nicht. Komme ich jetzt hier hoch? Oh Gott. Zum Glück sind wenigstens keine... Zum Glück sind hier wenigstens keine Treppen. Remington. And the Flying Pigs. Pfeil und Spacer. Klinik. Dr. Xu's Klinik. Ist der Tierarzt oder ist der Arztarzt? Hallo, Dr. Xu. Der einzige Arzt in Porsche. Hey, willkommen in Porsche. Ich bin so ziemlich der einzige Arzt in der Gegend. Also komm zu mir, wenn du verarztet werden musst. Oder Heilgegenstände kaufen willst. Hier, nimm die als Willkommensgeschenk. Yes, Kräuter. Okay, wie brauche ich jetzt noch? Sophie. Ich brauche noch Sophie. Sophie war aber auf dem Bauernhof, ne? Sophie ist ja praktisch meine Nachbarin. Die habe ich eigentlich schon kennengelernt, aber halt außerhalb dieser Quest. Kriege ich Fallschaden? Wäre jetzt noch schöner. Hüpfi. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ja, ich muss ja eh nach draußen. Hi, Gail. Dann komme ich ja eh an meinem Haus vorbei und kann wieder Sachen in die Kiste packen. Hallo, Kiva. Alter, wie ranzlig meine Hütte ausschaut. So, einmal in der Rohstoffkiste. Holz. Irgendein komischer Stein. Seile. Ah, ich kann hier aber auch sortieren. Steinziegel. Wenn ich da jetzt Marmor nochmal und sortieren klicke, ja, dann sind die zusammen sehr gut. Schön. Hüpfi. Da drüben ist Sophie. Ach ja, ich kann ja auch sprinten. Ich vergesse es immer. Ah, die ist doch da drin. Na gut, wir haben jetzt 16:30, ne? Hallo, Sophie. Hallo, nett dich kennenzulernen. Wenn du Bedarf an Nahrungsmitteln oder Saatgut hast, kannst du gern zu mir kommen, hörst du? Lass mir dir etwas als Willkommensgeschenk geben. Mission completed. Rufpunkte. Oh Gott, es gibt auch noch Rufpunkte. Oh Gott. Wie umfangreich willst du sein? Meint er mit Porsche? Ja. Okay, was habe ich jetzt hier noch ausstehend? Ach, ich muss den Pflanzenkasten noch bauen. Okay, Moment, ich muss den Pflanzenkasten noch bauen. Gibt es hier eigentlich irgendwo Tierkacke? Moment, ich habe doch auch, auch ein Schwert gekriegt, oder nicht? Anscheinend nicht. Okay, oh, das ist schön.
400 Golds, alles klar. Man kann jetzt alles freischalten, das freut mich. Da konnte ich gerade... Ach, da konnte ich die Kräuter aufsammeln. Okay, ich mach da mal so eine... Ich brauche mehr Holz, weil ich muss Kisten... Ich hab Milch. Was brauche ich denn für den... Stinkkasten? Holz, wilder Kokor von Baumtritt und Kupferbarren. Ach ja, da brauche ich den Tierkot für. Ach scheiße, jetzt habe ich... Ich habe schon wieder Schluck auf. Das gibt's doch nicht. Genau. Also Holz habe ich. Kupferbarren habe ich. Wilden Kokor nicht. Deswegen trete ich mal gegen Bäume. Kommt bestimmt gut. Treten. Immer weiter treten. Irgendwann fällt bestimmt was runter, was ich brauchen kann. Eine Gummifrucht. Brauche aber einen Kokor. Nochmal eine Gummifrucht. Kann ich zumindest essen. Okay, hier scheint kein wilder Kokor drin zu sein. Dieser Baum wird heute nichts mehr einbringen. Alles klar, dann gehe ich zum nächsten. Aber schön, dass es dir angezeigt wird. Bims. Bims, Gummifrucht. Alter, ich brauche einen Kokor. Willst du mich verarschen? Ich trete auch gerne noch fünfmal. Okay, fünfmal ist nicht viel. Noch 500 Mal, bis ich den Kokor habe. Weil ich brauche ihn ja eh. So, der bringt nichts mehr. Was bringst du? Außer Erfahrung. Es ist schade, dass ich meine Levelanzeige hier nirgendwo sehe. Kann ich den eigentlich mit C öffnen? Jawohl. Ah, da ist meine Erfahrung. Ich habe noch Skillpunkte. Wir haben also erst aus der Kosten um. Nee, Quatsch, machen wir erstmal abbrechen. Erstmal den hier anwenden. Weil ich muss ja in die Mine noch runter. Ach, Gummifrucht. Jetzt habe ich dann einen Haufen Gummifrüchte. Das ist toll. Ich will doch einfach nur so einen blöden Koko. Dieser Baum wird heute nichts mehr bringen. Alles klar. Kann ich den treten? Nee, den kann ich kaputt machen. Yes, Level up. Ich habe wieder einen Skillpunkt erhalten. Den kann ich direkt einsetzen. Baum treten. Ah. Vielleicht hätte ich das nehmen sollen. Jetzt, wo ich Baum treten muss. Okay. Den Baum. Oh, den Baum kann ich nicht treten. Habe ich den schon getreten? Hier? Ah, treten. Kurze Hintergrundgeräusche ausblenden lassen. Gummifrucht. Ach, leck mich doch mit deiner blöden Gummifrucht. Das ist blöd, dass man treten immer wieder klicken muss. Dieser Baum wird heute nichts mehr erbringen. Alles klar. Dich habe ich, glaube ich, auch schon getreten. Nee, habe ich nicht. Lol. Pum. Pum. Gummifrucht. Hier will keiner einen verdammten Kokor. Aber es ist schön, wie viel Erfahrung ich mache durch Bäume treten. Nein, schon wieder 1120. Noch eine Gummifrucht, noch eine Gummifrucht. Dieser Baum wird heute nichts mehr einbringen. Okay. So. Wird dieser Baum heute noch etwas einbringen? Vielleicht kriege ich hier einen Kokor. Gummifrucht. Okay. Oh scheiße, ich habe auch bald keine Ausdauer mehr. 15, 13, 11. Aber es ist gut, dass ich die komplett aufbrauchen kann und nicht direkt in Ohnmacht falle. So, der wird auch nichts mehr einbringen und ich habe keine Ausdauer mehr. Na gut.
So, das heißt, wir gehen schlafen. Und ich mache dann kurz eine Aufnahmepause, deswegen wird wahrscheinlich die Folge ein bisschen kürzer werden. Wir gehen schlafen. Dong, dong. Tag 5, Monat 1, Jahr 1. Und ich mache an dieser Stelle eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns aber gleich, also... Ihr seht mich wahrscheinlich erst übermorgen wieder, wenn die nächste Folge rauskommt. Aber ich spiele sofort weiter. Ich muss nur ganz kurz wohin. Und... Ich bin aufgewacht. Und gehe jetzt mal kurz auf Escape, damit die Zeit nicht weiterläuft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. So, damit herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Für mich sind jetzt ungefähr 10 Minuten vergangen. Für euch einen, 2 Tage? Egal. Auf jeden Fall willkommen zurück zur nächsten Folge My Time at Portia. Ich merke jetzt schon, wie ich süchtig werde nach dem Spiel und das ist ganz schlecht. Für was habe ich eigentlich... Ach so, ich habe Bäume getreten. Stimmt, da war was. Ich muss unbedingt Ding leveln. Was kann ich fertigen? Ein Übungsschwert. Ach ja, Vicar Coco von Baumtritt. Ah, okay, wir treten weiter Bäume. Vielleicht gibt es bei dem großen Baum mehr Glück auf dem Coco. Könnte ja sein. Oh, Honig, Leute. Wir haben Honig gekriegt. Bienenwachs. Wilder Coco, jawohl. Honigbienenwachs. Okay, ich habe jetzt das gekriegt. Was ist das? Dafür kriege ich Pflanzenfasern. Das kriege ich auch, was, wenn ich Büsche töte, wollte ich jetzt sagen. Wenn ich Büsche fette. Ja, bei Töten trifft es auch ein bisschen. Ach scheiße, ich brauche 2 davon. Echt jetzt. Oh. Mann! Okay, wilder Kokon kommt anscheinend von großen Bäumen. Also von, da habe ich auch mal Honig. Also von sehr großen Bäumen. Da ist der wilde Kokon. Wilder Kokon. Ich kann den nicht mehr nehmen. Alles klar, da muss ich zurück. Zu meiner Kiste. Und Rohstoffe reinpacken. Wie zum Beispiel das Holz. Oder diese Kupferbarren. Oder diese Schnüre. Wir sortieren mal. So. Und jetzt brauche ich weiter Holz. Bam, 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 bam. Holz. Flop. Das kann ich noch nicht. Dafür brauche ich eine bessere Axt. Das ist aber ein kleiner Baum, den ich hoffentlich abschlagen kann. Yes. Flop. Der hier auch. Ist schön zu wissen, ob die nachwachsen automatisch. Flump. Da habe ich 27 Holz. Ich glaube... Das reicht zum Fertigen der Angelrute. Jawohl. Fertigen, bestätigen. Okay, für den Pflanzenkübel brauche ich halt Tierkot. Und eine Schneidemaschine. Oh. Oh. Der wird in der Stadt sein, ne? Der Quill. Angelplatz. Das ist die Bernsteininsel, genau. Genau. Da, Quill am Zentralplatz. Ja, genau. Quill am Zentralplatz. Sehr gut. Dann gehen wir mal darüber. Ich kann ja auch sprinten.